Hallo, ich freue mich, dass ihr mir wieder zuschaut. Heute geht es um das Thema ein Segelbügeln. Ich habe ja auch einen Garten und im März fange ich an, Pflanzung zu machen, die im Zimmer anzuziehen. Das macht nun einer, der Gartenkultur betreibt. Aber was macht ein Segler? Na, ein Segler bügelt natürlich sein Segel, damit das schön glatt ist, damit nicht so viel Turbulenzen entstehen. Und ich zeige das mal. Auf meinem Bügelbrett lege ich einen alten Bettbezug, weil das Segel doch immer ein bisschen riecht und meine Frau diesen Geruch nicht mag. Man sieht hier, wie das Segel faltig ist. Und jetzt drehe ich es mal ein bisschen. Ich halte mal kurz eine Stelle, die ich gebügelt habe. Also man sieht sehr den Unterschied. Ja, und das mache ich mit einem ganz normalen Dampfbügeleisen. Mit Wasser gefüllt, mit Dampf. Ja, hier sieht man es sehr, sehr schön. Das beides. So, und hier nochmal eine Ergänzung. Wir haben hier auf dem Segel solche Klebezahlen. Und die Klebezahlen, die sind so ein bisschen, also kleben zum Teil, aber haben sich auch schon gelöst. Und wenn man darüber bügelt, wird das eigentlich auch nicht besser, ne? Und vielleicht gleich. Das handelt sich um ein Segel von der Neptun 22 und das ist gleichsam das nächste Projekt, wo ich noch drüber berichten werde, was ich mit einem Freund zusammen das Boot gekauft habe und wir das an die Ostsee legen werden und jetzt langsam am Aufarbeiten sind. Aber hier sieht man das auch sehr schön, dass es gar nicht klebt. Hier habe ich noch nicht gebügelt. Wenn man dann bügelt, ist es zwar glatt, aber es klebt auch nicht. Wenn jemand eine Idee hat, womit man das klebt, kann er mir gerne schreiben, da würde ich mich freuen. Ich zeige hier nochmal beim Bügeleisen. Ich habe hier auf einen Punkt gestellt, Synthetix, vielleicht ein ganz klein bisschen drüber. Diese Temperatur reicht aus, um das Segel zu glättern und ohne es zu beschädigen. Und auch die Klebezahlen halten diese Temperatur aus. So. Hier sieht man das auch jetzt gebügelt. Was ich jetzt gedacht habe, ist, dass Festnähen möglicherweise eine Alternative ist. Klebezahlen und Zeichen festnähen. Auf anderen Segeln ist das ja oft genäht. Im Zickzack außenrum. So, jetzt habe ich das Segel zusammengelegt, wie es sich gehört. Noch ohne Bügelfalte. Ich mache ja gerne auch Bügelfalten rein. Man sieht, das läuft hier zusammen. Ich drehe das mal ein bisschen nochmal. Die Führungsstücken, die sind hier alle übereinander gemacht. Und wenn ich es am Mast runterlasse, praktisch, dann sind die alle übereinander im Mast noch eingehängt. Und dann ist es gut, wenn das Segel immer nach rechts und links fällt. Das heißt, man könnte hier dann praktisch jetzt Bügelfalten reinsetzen, nach rechts und links, dass es sich, wenn man es runterlässt, schon fast automatisch dann genauso verteilt über dem Großbaum.